Mist, ich bin hier gefangen. Ja, da muss ich jetzt runterspringen. Als ob ich das überlebt habe. Ach, guck mal, da vorne sind die Pilze. Und hier sind auch direkt Bienen. Ich hoffe, die beschützen mich. Das neue Update ist übrigens draußen. Das heißt, wir können jetzt sogar bis zu 300% Wachstumsboost bekommen. Aber ich glaube, die Pilze werden uns jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Unser Magen ist voll. Und sind jetzt auch schon verbraucht. Ah, hier sind noch mehr Pilze. Wir haben uns fast überfressen. Aber es ist halt jetzt so, dass man einen höheren Wachstumsboost bekommen kann, also bis zu 300%. Und wenn man halt wächst, dann wächst der Mageninhalt nicht mehr mit. Das heißt, der Magen wird relativ schnell wieder leer gehen. Das seht ihr gerade schon, ne? Wir haben gerade schon wieder 8% verloren, weil wir gewachsen sind. Wir haben halt jetzt halt eine Wachstumsrate von 82%. Und ja, ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier bei den Pilzen und esse da einfach gleich nochmal weiter. Falls ihr euch übrigens fragt, also als Pflanzenfresser kann man halt diese Pilze essen, um alle drei Diäten zu bekommen. Ist halt sehr, sehr praktisch, gerade am Anfang. Brauche noch mehr Pilze. Gehe ich mal auf die Suche. Und direkt die nächsten hier um die Ecke. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, warte ich hier nochmal kurz, bis der Magen wieder ein bisschen leerer ist. Natürlich fängt es jetzt wieder an zu regnen. Aber wenn der Regen so bleibt, dann geht's ja. Hauptsache, die Sonne kommt noch ein bisschen durch. Das ist eigentlich gerade ganz angenehm und gemütlich. Ich suche halt gerade noch weitere Pilze. Weil lange will ich nicht mehr hier bleiben. Ich will mich halt nochmal gut vollfuttern. Und dann gleich gehen. Wir können ja gleich mal nochmal gemeinsam gucken, wie weit wir jetzt schon sind. Von der Wachstumsrate. Jetzt sind wir bei 100%. Aber da geht halt noch mehr. Wir sind halt jetzt hier überall erst bei um die 30. Stego. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Sieht aber nicht so aus. Der will auch einfach nur fressen. Na gut, vielleicht habe ich dann auch einen Freund gefunden. Ist auch nicht schlecht. Muss ich mir zwar die Pilze teilen, aber ist ja gar nicht schlimm. Hier, Stego. Kannst du essen? Okay, vielleicht sollte ich noch was essen. Na komm, er hat mich erst essen lassen. Voll lieb von ihm. Na, wir suchen weiter, komm. Komm, mein kleiner stachliger Freund. Hier sind Pilze. Esse ich mal zuerst. Und jetzt darf er. Wir teilen uns das ganz fair. Ja, die Pilze halten halt echt nicht mehr lange. Das ist echt Wahnsinn. Hier ist ein Zera. Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Ich habe ihn sogar getroffen. Die Hitbox ist halt insane von dem Dibbel. Er rennt auch direkt weg, das ist gut. Und der Stego macht auch direkt mit. Na, ich glaube, wir sollten jetzt langsam die BB-Zone verlassen. Weil hier sind halt kaum noch Pilze. Vielleicht gehen wir Richtung Migration Zone oder so, würde ich sagen. Oh, das wird hier echt ein gefährlicher Abstieg, glaube ich. Ich glaube, wenn, dann breche ich mir die Haxen, weil ich bin das fettere Stück. Aber man hört schon andere Pflanzenfresser in der Entfernung, das ist ganz gut. Oh nein. Oh, das war knapp. Er macht das halt richtig gut. Ich mache jetzt genau den gleichen Slide wie er. Wird schon gut gehen.
Der ist ganz schön gelenkig, der Dibble. Also da ist er echt stylisch runtergegleitet. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. So, erstmal jetzt ein Schlückchen trinken. Sieht gar nicht mehr so klein aus, oder? Das geht eigentlich. Wir sind aber erst bei 17%. Er hat gar nicht getrunken, er hat einfach gewartet auf uns. Na gut, aber wir müssen da jetzt, glaube ich, rüber. Komm, Stego, wir schwimmen. Ab in die Zone. Und Stego ist weg. Aber gefressen wurde er nicht. Das hätte ich gehört. Ich glaube, der wollte einfach nicht durchschwimmen. Tja, dann sind wir ab jetzt wieder allein. Na, dann ist es so. Hallo Bambi, was machst du denn hier allein? Würde ich ja adoptieren, wenn es gehen würde. Oh, kein Elternteil da. Oh, guck mal hier, der rote Busch, der ist, glaube ich, neu. Ja, das ist einer der neuen Büsche. Es gibt nämlich jetzt so drei farbliche Büsche. Einmal so einen roten. Und wir können leider nicht so viel essen gerade. Der Magen ist relativ voll. Dann gibt es, glaube ich, noch einen blauen und noch eine andere Farbe. Ich weiß aber gerade nicht genau, welche. Vielleicht sehen wir die ja nochmal irgendwann. Also sieht doch ganz cool aus. Den kann man auf jeden Fall auch vom Weiten erkennen. Dann weiß man, dass man da futtern kann. Ich bin mittlerweile übrigens schon sub-addled. Also ich kann mich jetzt, glaube ich, schon ganz gut verteidigen. 35% aber erst. Also gerade erst geworden. Aber ich glaube, ich bin schon relativ stark. Ich wiege auch schon fast 1,6 Tonnen. Der Dibble ist halt wirklich krass. Es ging auch jetzt echt schnell, weil wir halt die ganze Zeit fast einen 100er Grow Boost haben. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie man das noch höher bekommt. Weil ich bin immer ungefähr bei 100. Und ich muss dann halt immer warten, bis mein Magen wieder leer wird, um was Neues zu essen. Und das geht halt auch immer wieder ein bisschen runter. Mit der Zeit hier, das seht ihr ja gerade, wie es runtertickt. Also man kann ja bis 300 kriegen, aber ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich glaube, da scheitert es halt immer so ein bisschen am Mageninhalt. Mit dem Hypsi wäre es halt möglich, ne? Da kann man ja seinen Mageninhalt wieder leeren. Aber jetzt so mit dem Dibble wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Falls ihr da Tipps oder sowas habt, wie man das möglichst hoch bekommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, ich rieche Salz. Das ist aber neu hier an der Stelle. Ach, guck mal, hier ist so eine Wand jetzt. Hier ist halt der Dschungel, der Sumpf in diese Richtung. Und hier ist dieser Tunneleingang. Und dieses Stück Salz haben die jetzt auch neu eingefügt. Weil man kann jetzt ja mit dem Salz irgendwie seine Diäten verschwinden lassen. Also man kann halt hier was auswählen. Ich nehme jetzt mal das, was ich am wenigsten habe. Hier die zwei Striche einfach. Wenn man jetzt an dem Salz leckt, dann sollte das weggehen. So, und jetzt? Habe ich davon nur noch 7%. Aber wo ist denn der Sinn davon? Ich glaube, man kann irgendwie hier diese ganzen Werte dann beeinflussen, oder? Oh, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in den Kommentaren erklären. Ich glaube, ich gehe mich mal da eben im Schlamm suhlen. Es wird nämlich gerade Nacht. Und da bin ich ein bisschen besser getarnt. Alleine hat man schon immer irgendwie ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil ich glaube, ich bin schon echt stark. Also ich glaube, ich brauche gar nicht so eine Angst haben. Ist halt nur das Problem, wenn dann irgendwie vier Zeras auf einmal vor mir stehen. Ah, ich weiß nicht. Ich habe halt nicht so viel Kampferfahrung mit dem Dibble, ne? Aber ich denke mal, ich muss mir dann einfach eine Wand suchen oder so. Und dann halt meinen Hinterteil ein bisschen schützen mit der Wand. Dann geht das schon. Der Zera wurde übrigens endlich ein bisschen genervt. Zumindest dieser Bakterienbiss. Der macht jetzt nur noch die Hälfte an Bakterien und dann übergibt man sich nicht mehr so schnell. Aber ich glaube nicht, dass der Nerf ausreicht. Also ich glaube, der muss nochmal angepasst werden irgendwann. Ja, was ist das da vor mir? Ach, das ist ein Hypsi. Ah ne, es war ein Zetako. Hat sie eingebuddelt hier. Ich dachte gerade echt, das wäre ein Hypsi. So, schaffe ich es jetzt hier runter ohne Schaden?
hat geklappt. Perfekt. Ich gehe jetzt mal hier durch den Tunnel. Oh, wie schön das gerade aussieht. Das Paradies. Oh wow, und jetzt crasht der Server. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Was ein Timing. Ah, guck mal, das hier sind die blauen Büsche. Den hatte ich euch ja auch schon erzählt. Oh, guck mal, das ist ein Baby-Cerato. Ich schock den jetzt an. Er denkt jetzt schon, er muss sterben. Töte dich nicht, Kleiner. Alles gut. Wir sehen fast gleich aus. Du bist auch so orange wie ich. Was ist denn hier los? Der wollte mein Cerato töten. Meinen kleinen Orangenen. Oh, da kommt ein großer Cerato. Ich hoffe, der macht keinen Ärger. Und guck mal, das ist auch ein Bipi. Oh, da kommt ein kleiner Dibbel rübergeschwommen. Hoffen wir mal, dass er nicht gesnackt wird. Oh, da sind Ceratos. Meint ihr, die greifen an, die Ceras? Ich hoffe, der Kleine bleibt versteckt. Weil den greifen die safe an. Oh, das sind voll viele Ceras. Da müssen wir echt aufpassen. Kleiner bleibt da am Rand. Das sind mindestens 3 Stück. Wollen die Stress oder was? Oh, tatsächlich wollen die Stress. Okay, er ist runtergefallen in den Wasserfall. Kann sein, dass er gestorben ist. Ich schwimme jetzt darüber. Jetzt gibt's Haue. So, Jungs. Ihr wolltet Ärger? Den könnt ihr gerne haben. Dann komm. Oh, der andere Mate hat den umgeklatscht. Sehr gut. Und da ist er tot. Tja, Ceratus. Warum fangt ihr auch Streit an? Krieg dich. Aber man kann sich ja so drehen um 180 Grad, oder nicht? Da habe ich ihn gehittet. Und nochmal. Okay, der ist down. Die haben ja gar keine Chance. Na, der Dibbel ist schon echt krass. Aber der Rote war auch angeschlagen von vorhin noch. Ich habe gerade ein schlechtes Gefühl hier bei dem Tümpel, weil hier Fische sind. Aber ich muss trinken. Oh, ich hoffe wirklich, dass hier kein Croc drin ist.
Hier ist einfach ein Croc drin. Da hat ja doch den richtigen Riecher. Ich gehe jetzt auf geheime Croc-Jagd. Der hat da nämlich seine Fische rausgelegt zum Verrotten. Und ich werde mal gucken, ob ich mich da ansneaken kann, ohne dass er mich bemerkt. Hier in diese Büsche gehe ich. Nicht verraten, ihr kleinen Zeras, bitte. Nicht verraten. Und los. Da hat's ordentlich auf den Sack gekriegt. Kannst leider nicht killen. Ich hätte euch das ja gerne kredenzt, das Croc, ne? Ihr kleinen Süßen. Oh, jetzt greifen die mich an. Warum? Warum macht ihr das? Oh Mann, ey. Ich bin das mal weit weg vom Wasser, dass das Croc das nicht kriegt. Tja. Der Zera will halt echt Stress hier, der Kleine. Was soll das? Da ist er. Ja, da muss ich dich jetzt gleich töten. Das tut mir leid, Zera. Was hast du davon? Auch dich bringe ich weit, weit weg vom Wasser. Hier schön neben die andere Leiche. Ist das hier schon wieder eine Mission, alle Zeras ausrotten oder was? Ich musste den Zera leider töten, der hat mich fast verraten. Ich habe halt hier noch ein bisschen das Wasser bewacht vor dem Croc. Es sind aber auch wieder fast nur Zeras unterwegs, ne? Das ist unglaublich. Oh Mann, ich hoffe, das ändert sich bald. Ich meine, der wurde jetzt schon genervt so ein bisschen, aber scheint nicht zu reichen. Ich gehe jetzt aber hier weg von dem Tümpel. Lassen wir das Croc mal wieder Croc sein. Oha. Ein Cerato gegen zwei Kanos, so wie es aussieht. Das Spektakel gucke ich mir an. Ich drücke tatsächlich die Daumen auf jeden Fall für die Kanos. Weil Kanos sieht man so selten mittlerweile. Dann wäre es einfach schön, wenn die mal gewinnen. Ich glaube, der Cerato haut jetzt einfach ab in den Wald. Ist halt sauschwer. Ja, bei so Hügellandschaften und sowas zu kämpfen als Kano. Mit den ganzen Hindernissen. Die brauchen halt eine freie Fläche. Ich treibe den Cerato jetzt darunter. Jetzt sich zu healen ist ja lame. Es wird weiter gekämpft. Ich bin der Schiedsrichter, hier gibt es keine Pausen. Oh Mann, die Kanus haben halt Hunger, aber ich glaube, die können nicht mehr kämpfen. Ich glaube, ich gehe den jetzt erlegen. Dann ist es halt jetzt Mixpacking. Da kommt noch ein Dibble. Damit rechnet er nicht. Der kam von der Seite. Ja, jetzt wird er richtig auseinandergenommen. Oh Gott, ich auch. Das sind Aggro-Dibbles. Oh Gott, wir rennen. Ich will mich gerade nicht umdrehen, Leute, sonst bleibe ich stehen. Ja, die sind noch hinter mir. Zumindest der eine. Jetzt bleibt er stehen, glaube ich. Ich sprinte weiter. Oh, ich glaube, der Kano gehört zu denen. Nehme ich zumindest den Kano noch mit, oder? Okay, das ist halt wirklich ein Mixpack. Ich habe den Falschen geholfen.
Kaum noch Stamina leider. Die warten wahrscheinlich jetzt einfach, bis die Dibbles wiederkommen und mich finishen. Da gehe ich zumindest von aus. Weil die regen jetzt Stamina in Ruhe, die Dibbles, und dann holen sie mich wieder ein. Mixpacking ist halt echt lame. Na, da kommt schon der Dibble. Jetzt haben wir ein Problem. Spannender Kampf hier. Der Kano kriegt auch einen mit. Da kenne ich nix. Und nach hinten. Wieder auf den Kano. Wir müssen halt jetzt uns umgucken auf jeden Fall. Wenn die Kanos kommen, müssen wir halt zuhauen. Keine Stamina mehr, ist das große Problem. Oh, da ist der andere auch noch. Oh nein. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich hatte es gerade auch ein bisschen verdient. Das war einfach das Instant-Karma, weil ich habe ja auch mich da so eingemischt und dann quasi Mixpacking gemacht. Und ja, da wurde ich direkt bestraft. Kann man machen, nix. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like von euch freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Das ist übrigens der Zombie Diablo Ceratops. Sieht echt cool aus, oder? Voll gruselig. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.